Hallo, willkommen zurück zu einem weiteren Teil Animal Crossing hier auf Dunkelheim. Und ja, lange Zeit gab es kein Video, also ein paar Tage, seit Karneval vorbei ist. Okay, ich glaube, es ist doch schon länger, als ich dachte. Aber jetzt geht's weiter. Es tut mir sehr leid. Aber ich habe Bock. Und zwar habe ich Bock, hier oben endlich fertig zu machen. Die Lost City endlich aufzubauen. Ich habe jetzt endlich mal den Weg verlegt. Habe ich gerade eben gemacht. Nur bis hier, weil ich dann ehrlich gesagt nicht weiß, wie es weitergehen soll. Aber so finde ich es eigentlich, glaube ich, ganz cool. Also man kommt hier hoch. Das hast du ja gerade gesehen. Jetzt ist nur noch die Frage. Ja, wie machen wir das? Also hier habe ich das schon hingestellt. Ich habe, glaube ich, jetzt auch noch ein Seitenteil, oder? Genau, ich habe ein paar Sachen rausgesucht. Die habe ich auch schon angepasst von der... vom Design her. Ruinentor. Moment, aber das passt ja jetzt gar nicht, ne? Aber ich habe hier auch nicht mehr Platz. Jetzt bleiben wir hier hängen, ne? Ja. Okay, dann ziehen wir das Ganze mal eins zurück. Ups. Du kannst eigentlich mal mitkommen. Du gehörst da ja gar nicht hin. So. Dann kommt natürlich das hier auch eins zurück. Upsa. Ich laufe immer wieder weg. So, vielleicht. Eigentlich müsste ich noch eins, damit man auch den schönen Weg sieht. Dieses Pavillon ist auch echt schwer zum Ziehen. Ja, so ist es doch viel besser. Oder? Was sagst du? Das habe ich nämlich schon vorgezogen, aber ich glaube, das ziehen wir jetzt doch wieder ein bisschen nach hinten. Jetzt ist es so eng an dem anderen. Wir ziehen es vielleicht noch eins rüber. So vielleicht. Jetzt ist da dieser blöde Schneemann, der mir auch mal wieder nicht gelungen ist. Aber... so, du musst hier eins rüber, genau. Und dann muss hier das Ruinentor hin. Ich habe nämlich, glaube ich, noch eins hier. Okay. Hier noch eins rüber. Nee, das muss schon hier stehen bleiben. Das war schon gut. Wie geht's dir denn? Erzähl mal. Wie hast du die Tage so verbracht? Nein, das war eins zu viel. Kommt man hier jetzt noch vorbei? Ach nee, ernsthaft? Kommt man da gar nicht mehr vorbei. Das ist aber doof. Ja, aber noch eins weiter hinter will ich eigentlich nicht. Aber gut. Wir machen das jetzt zwei rüber. Ja, das geht natürlich jetzt nicht. Okay, wir müssen nochmal. Da komme ich auch nicht durch. Sehr komisch. Okay, wir machen hier mal zwei rüber. Jetzt. Aber jetzt sieht es halt doch irgendwie kacke aus, ne? Na gut, wir ziehen es dann wieder hin, wenn wir hier vollendet dekoriert haben. Zwar habe ich noch so eine Bruchsäule, aber jetzt ist da ja so eine richtige Säule. Zwei Bruchsäulen hintereinander gefällt mir nicht. Man könnte es einfach so ein bisschen drehen, ne?
Was habe ich denn noch? Ach ja, genau. Ich habe so einen Schlemmfest-Sockel. In der Hoffnung, dass der hier hinpasst. Und dafür habe ich, glaube ich, auch schon ausgesucht. Da, da war's. So als Aufpasserin, ich finde es jetzt eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Das packen wir auch mal ein. Da dachte ich jetzt ehrlich gesagt an so ein Blümchen oder... Ich habe auch diesen Leuchtmoos-Findling dabei. Okay, der ist viel zu groß anscheinend. Also das oder den Topf hier drauf, den fand ich auch ziemlich cool. Ja, das finde ich eigentlich, glaube ich, besser. Das andere war so Türsteher-mäßig. Ich höre ein Geschenk. Wo ist es? Wo ist es denn? Ich hab's doch gerade eben gehört. Jetzt ist es nicht mehr da. Hier. Da ist es. Okay. Wir müssen hier nochmal vorne. Hier nochmal vorne dran. Das heißt, der muss nochmal weg. Ganzes Stück weg. Und hier würde ich gerne einen Busch hinpflanzen. Ich weiß nicht, ob man den dann sieht. Wenn ich jetzt eine Blume hier hinpflanze, dann pflanze ich die da hinten hin. Na gut. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist jetzt auch nicht das Schlechteste, da eine Blume hinzupflanzen. So vielleicht? Ja. Dann machen wir das doch eins weiter vorne hin. Ich habe keine Ahnung, wie es aussehen soll. Ich hoffe jetzt nur, dass wir irgendwas finden, was einigermaßen gut aussieht. So, als Abgrenzung. Das finde ich nämlich eigentlich ganz cool. Also das geht jetzt wieder nicht, ne? Weil nicht so genug Platz ist. Nee, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Ach je, ach je. Ein Holzeimer vielleicht? Ja, weil da so eine blöde Ecke drin ist. Na gut, aber dann können wir das doch hier noch ein ganzes Stück... Nee, dann ist es ja hier so blöd. Müssen wir den Boden ja auch nochmal neu machen. Ach, herrje, ist das alles aufregend. Ja, aber dann würde ich... Doch, würde ich das so machen. So. Nee, eins zurück vielleicht. Dann. Wo haben wir denn jetzt die Säule? Jetzt
komme ich da natürlich nicht mehr durch. Aber hier komme ich durch. Nee, das war eins zu viel. Also so. Das ist auch nochmal das wie Puzzlespielen hier, ne? Irgendwie. Wenn man so wenig Platz hat, aber das auch irgendwie hinbringen möchte, dass es nicht gedrückt aussieht. Okay, das kann weg. Dann muss ich das hier neu machen. Das ist jetzt nicht das Problem. Ich weiß noch nicht. Irgendwie gefällt es mir, glaube ich, nicht, wenn das so eng hier vorne dran ist. Mal gucken, wir haben ja hier schon so ein Gebäude. Obwohl auf der anderen Seite sieht es vielleicht gar nicht so schlecht aus. Okay, den Boden muss ich noch anpassen. Das mache ich gleich. Was ist denn jetzt? Wenn ja, da wird man ja ramdösig. Das. Okay, dann kommt man hier hoch. Also ganz so schlimm finde ich es jetzt nicht. Man sieht jetzt allerdings, eigentlich müsste die Bruchsäule noch eins weiter rüber, glaube ich, oder? Nee, das ist schon richtig hier. Okay, und dann haben wir jetzt hier noch ein bisschen Platz. Können wir tatsächlich einfach den Holzheimer noch hinstellen. Mhm. Obwohl, nee, gefällt mir eigentlich nicht. Den Hocker. Den Hocker vielleicht noch da? Oh, so ein Häschen? So ein Häschen? Komme ich da noch durch? Ja. Okay, wir müssen es aber ein bisschen umdrehen, dass es ein bisschen süßer aussieht. Ja. Das Häschen finde ich, glaube ich, ganz gut. Okay. Dann pflanzen wir das Blümchen halt einfach hier hin. Oder? Und dann können wir hier eigentlich uns mal das Karussell angucken. Das wollte ich nämlich auch unbedingt. Jetzt kann da weg. Das finde ich, glaube ich, ganz cool in dieser Nische, aber... Mhm. Aber ich muss es ausschalten, weil sonst werde ich gleich verrückt. Aber ich glaube, ich finde es ganz cool. Aha. So gut, den Boden verlege ich gleich noch neu. Was sagst du? Wir gucken natürlich auch, was im Geschenk ist. Ein Skipistenboden, ja! Ich habe schon zwei oder drei Anleitungen bekommen. Skipistentapete habe ich auch schon bekommen. Richtig gut. Okay. Jetzt. Mhm. Gucken wir mal, wie es hier weitergehen könnte. Hm. Hier habe ich noch so eine Steinmauer.
Das vielleicht noch so ein bisschen drehen. Das sieht jetzt sehr ägyptisch aus, aber irgendwie finde ich es auch cool. Was haben wir denn noch? Genau, ein Hündchen. Also das Hündchen finde ich, also weiß ich nicht, habe ich mir jetzt eigentlich gedacht, das ist so einfach, wie als würde so ein kleiner Hund da rumstreunern. Kannst du dir das vorstellen? Wenn du hier durchläufst, dann kommt dir so ein verlassener Hund entgegen. Ich glaube, das fände ich ganz gut. Jetzt habe ich natürlich hier noch mega viel Platz. Hierzu. Lass uns das nochmal hier wegnehmen. Ich habe nämlich auch so einen Pilztisch mitgenommen. Da. Mal gucken, wie der hier drauf aussehen würde. Okay. Den würde man gar nicht sehen. Okay, dann machen wir jetzt mal den Pilztisch vielleicht hier hin. Dann habe ich noch eine Pilzlampe dabei. Wir brauchen ja hier auch ein bisschen Licht. So. Dann stellen wir doch hier den Tisch wieder hin. Es tut mir leid, dass ich so unzufrieden bin mit allem. Oh. Ja, den habe ich ja auch noch. Aber ich weiß nicht so genau, ob der hier wirklich irgendwo hinpassen könnte. Oh, wo ist er denn jetzt? Hier man nie wieder was findet. Es ist einfach immer alles verschütt. Alles weg. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Bin ich noch unzufrieden? Okay, wir wollen es einmal drehen. Und wir wollen es einmal nach hinten schieben. Da kommt natürlich der Apfel drauf. Und dann kommt nach hier noch der andere Tisch. Stuhl natürlich, kein Tisch. Müssen wir dann mal überlegen, ob das dann so bleibt, weil ich ja noch nicht weiß, was ich jetzt hier dann mit dem Rest da oben machen möchte, ob das so bleiben soll oder nicht. Aber der gefällt mir hier halt einfach gar nicht. Es tut mir echt leid, aber ich finde es nicht schön. Ich stelle mir doch dann hier vorne den Pilztisch hin. Gucken, ob der dahin passt. Schemel. Pilztisch. So ein Brunnen könnte man da auch noch gut hinstellen. Ist mir, glaube ich, hier alles ein bisschen zu viel zu rund. Ah, was machen wir denn hier? Also, wenn du hier noch eine gute Idee hättest, die würde ich nehmen. Was haben wir denn noch? Also ich habe es jetzt ja so oft angeguckt, ne? Ein Ölfass. Das passt auf jeden Fall hier vorne hin, glaube ich. Ja. Fahrrad?
Kommt schon wieder ein Ballon, ich höre ihn. Da oben. Woran bist du denn gerade am Bauen? Das würde mich ja mal wirklich interessieren. Ach so, jetzt sind wir doch schon eins drüber. Gucken, ob es wieder eine Anleitung ist. Nein, eine Brille. Okay, okay. Also die Pilzlampe, die braucht ja auf jeden Fall noch einen guten Platz. Die kommt, glaube ich, tatsächlich einfach hier hin. Das hier ist sehr eng gestellt, ne? Aber... Moment. Also als erstes machen wir jetzt erstmal den Boden. Sonst wird das ja hier nichts. Sonst kann ich mir das hier gar nicht richtig vorstellen. So. Also. Und einen seitlich. Ich sehe es nicht hier. Ja, so ist doch besser. Ich habe viel zu viel Kram dabei und will den irgendwo unterbringen, ne? Merkst du's? Das ist echt schwierig. Ich weiß aber auch nicht, wohin damit. Weizenfeld. Also eigentlich das Weizenfeld müsste ich jetzt schon noch irgendwo... Das wird doch super gut dazu passen. Vielleicht hier hin? Nee. Ja, das finde ich da eigentlich ganz gut. Das passt da, glaube ich, ganz gut hin. Das wird, glaube ich, hier auch viel besser hinpassen als diese Blume. Naja, aber ein Blümchen muss ja eigentlich auch mal sein. Wir haben eh viel zu wenig Blumen überall. Bin ich so der Blumenmensch tatsächlich. Den Pilzschirm wollte ich mir mal noch angucken, aber der ist hier auch schon wieder so viel zu viel rund. Doch, aber das finde ich, glaube ich, gut. Ich wollte auch noch ein paar Bäumchen hinstellen. Ich habe da vorne nämlich Bäume eingepflanzt. Aber die sind noch nicht so weit. Die sind erst eins groß. So eine Ruinenbruchsäule habe ich auch noch. Könnte auch noch gut dahin. Ja, vielleicht ersetze ich das Fahrrad durch das Skateboard. Und das Fahrrad stellen wir hier hin. Ich meine, man muss auch nicht so alles so voll klatschen. Ja. Man könnte hier... Ja, der Pilztisch ist halt wieder rund. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Noch was Rundes. Hier hinstellen. Und den Wegweiser. Oh ja, der Wegweiser muss hier eigentlich auch noch irgendwo hin. Ja, der könnte eigentlich hier hin. Nein. Du musst näher. Ja, hier brauche ich irgendwas Eckiges. Irgendwas Eckiges Altes. Oder was sagst du?
Oder wir nehmen das noch weg und stellen sie hier hinten hin. Kommt da schon wieder ein Ballon? Ich höre ihn doch. Natürlich. Komm her, Balloni. Warum komme ich hier nicht durch? Was ist hier denn? Ja. Dumm, dumm, dumm. Da komme ich nicht hin. Dann muss ich hier vorne hin. Was ist denn jetzt? Da. Ja, für alles andere müsste ich halt warten, bis dieser blöde Schneemann hier weg ist. Der mir übrigens wieder misslungen ist. So, für Schneemänner bin ich echt nicht zu haben. Ja, aber sag mal, wie es dir so gefällt und ob du findest, dass man vielleicht das hier wegnehmen sollte. Moment. Und das vielleicht dahin stellen sollte, das Karussell. Oder vielleicht hier hinter dann. Aber was stellt man dann hier hin? Ich bin unschlüssig. Sehr unschlüssig. Den Pilztisch vielleicht? Finde ich jetzt nicht mal so schlecht. Und wir nehmen das hier mal weg. Und den nehmen wir auch nochmal weg und stellen hier das Partytor hin. Weil jetzt ist hier ja ein bisschen mehr Platz. Das wollte ich ja eigentlich auch unbedingt hier irgendwo hinstellen. So, geh mal kurz hier weg. Muss mal kurz das eins rüberziehen. So. Ja, also so finde ich es eigentlich ganz gut. Ist jetzt hier alles sehr pilzig. Nein, du musst ja hier vorkommen. Mussten ja die Leute sehen, wo sie hinlaufen müssen. Oder früher mal hinlaufen hätten müssen. Kann ich das auf den Tisch stellen, das Metallgefäß? Wahrscheinlich nicht. Oh nee. Auch nicht? Oh doch, das geht. Das finde ich jetzt nicht das Schlechteste. Ich passe da nicht hin? Doch. Was Grünes wäre vielleicht schöner. Pilzschirm, was ist das eigentlich, Pilzschirm? Den finde ich jetzt eigentlich da auch gar nicht so schlecht, aber da muss der Eimer weg. Ich
nenne dieses Video übrigens Dekoriere mit mir und ich hoffe, du hast einige gute Ideen und verrätst sie mir. Ja, ich glaube, so finde ich es ganz gut. Ticken rüber noch. Nee. So. Mhm. Da können wir dann noch was hinplatzieren. Das Fahrrad dann ein Stück. Nee, so steht es ja fast im Haus. Das ist nix. Hallo, kommen Sie. Vielleicht ein Stückchen noch. Aha. Na gut, wir müssen nochmal außen rum. Oder hier durch. Geht es? Ja. Ich würde es gerne ein Stückchen so. Ja, ja. Okay. Der Schneemann irritiert mich brutal. Vielleicht können wir hier dann doch noch so ein kleines Bäumchen. Kriege ich da noch irgendwo Bäumchen hin? Nee. Nee. Muss das Fahrrad doch noch mal ein Stück zurück. Und ja, ich weiß, dass ich sehr wählerisch bin. Und mich sehr schwer nur entscheiden kann. Aber wir wollen es ja schön haben. So, jetzt guck mal, jetzt können wir doch so ein ganz kleines Bäumchen holen. Da müssen wir ja dann auch irgendwo eine Frucht hinpflanzen, ne? Hm, hab ich jetzt nicht bedacht. Da hinten ist schon wieder ein Geschenk. Wo fliegt's hin? Darüber. Okay, wir nehmen uns hier eine Frucht mit. Das hat hier eh noch keine Zugehörigkeit. Und das nehmen wir natürlich auch mit. Das Geschenk ist ja ganz klar. Man darf kein Geschenk nicht, sagt man, verschmähen. So, man darf kein Geschenk verschmähen. Man darf ein Geschenk nicht verschmähen. So ist es vielleicht auch deutsch. Ein Boxerhelm. Okay, das war's wohl mit den Anleitungen hier. Mhm. Achso, ich muss die Schaufel in der Hand haben. Mhm. Da kann dann die Frucht rein. Sollte ja so funktionieren. Ich glaube, so können wir es für heute lassen. Ich bin gespannt, was du mir noch erzählst, was du sagst. Du noch eine Idee hast. Jetzt hatte ich gerade hier noch die Idee, eine Pilzlampe hinzustellen. Weil ich die gerade hier gesehen habe. Ach nee, da drüben steht ja auch schon eine. Dann nehmen wir die weg. Da kommt vielleicht ein Baum hin. Wenn die eins größer sind. Und wir die Mauer da lassen. Also dahinter will ich auf jeden Fall noch was an die Seite. Dass das nicht so super langweilig ist. Und wir schieben das noch eins nach außen. Ja. Oder was sagst du? Ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Dieser Schneemann ist halt nicht gut. Aber das müsste eigentlich auch mehr in Szene gesetzt werden. Also entweder machen wir doch den Weg nicht so weit hier nach außen, sondern lassen den hier entlang gehen. Dass wir hier noch so einen Platz haben für das... Dass wir das eins reinschieben können.
Ja, ich glaube, das finde ich besser. Aber da warte ich erstmal, was du sagst. Jetzt bin ich ja relativ zeitnah. Das Video kommt. Es ist gerade Abend. Das Video kommt morgen. Und ich verabschiede mich jetzt auch aus der Lost City und ich bin gespannt, was du mir sagst. Zum 10. Mal auch immerhin. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, falls du es bis hierhin ausgehalten hast. Und ich wünsche dir einen schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht, wann immer du dieses Video geguckt hast. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.